Endlich ist es soweit. Wir ziehen um. Wisst ihr, ich freue mich schon richtig aufs neue Haus. Ob Anna den Garten mag? Verläuft sie sich nicht andauernd. Mann, hab ich einen Knast? Du wirst schon nicht verhungern. Wir sind gleich da. Papa wartet bestimmt schon. Papa ist schon vorgefahren ins neue Haus. Mama hat ihn beauftragt, einen Klempner zu besorgen. Aber unser Papa ist ein Genie und für solche Dinge nicht zu gebrauchen. Also das mit der neuen Schule ist echt scheiße. Ach komm, das schaffst du schon. Außerdem kannst du endlich mit dem Rad zur Schule fahren. Trotzdem. Er ist Astrophysiker und sitzt am liebsten vor seinem Computer. Die bekannte Verzweiflungsposition. Was ärgert dich heute? Der fehlende Quantencomputer? Oder die ungezogenen Photonen? Ich denke nach. Das ist löblich. Aber bevor du dich zerfleischt, Teleportation ist bislang nur Michael Crichton geglückt. In seinen Science-Fiction-Romanen. Mein Problem ist viel simpler. Ein unerklärlicher Energieverlust. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Du wirst gleich sehen. Achte auf die Amplitude. Phase A, die normale Impulsbeschleunigung. Phase B, Experimentalkonstante. Und jetzt Phase C, der Quantenschub. Und da ist vorher nie etwas passiert. Und, alles in Ordnung bei euch? Ich kann es gar nicht erwarten. Ich freue mich riesig auf mein neues Zimmer, den Garten und alles. Ja, Papa wartet bestimmt schon. Oh Mann, mir hängt der Magen. Ich hab's ja geahnt. Papa hat unseren Umzug total vergessen. Glaube ich jetzt nicht. Ja, von 100 auf 0 in einer Sekunde. Die ganze aufgebaute Energie ist verschwunden, verschluckt. Und wo ist sie? Keine Ahnung. Ein Berechnungsfehler. Stern? Julius? Ach, du bist Schatz. Wo brennst? Na, du bist gut, wo brennst. Wo steckst du denn? Wir stehen hier vorm Haus und kommen nicht rein. Oh, das tut mir aber wirklich leid. Weißt du, da kann ich jetzt gar nichts machen. Ich stecke da gerade mitten in einem Riesenstau. Du steckst im Stau? Ja, nicht ich, der Bus. Ja, ich tue mein Möglichstes. Bis gleich. Er steckt im Stau und versucht sein Bestes. Ja, wieso hast du ihm auch alle Schlüssel gegeben? Du kennst doch Papa. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Ja, das habe ich gebraucht. Ich habe jetzt keine Zeit. Warte kurz. Herr Professor, ohne Unterschrift kommen Sie mir nicht weg. Bitte schön. Dankeschön. Papa kommt bestimmt gleich. Die Neuen sind da. Und? Sie kommen nicht rein. Danke. Hier bin ich. Deine Kondition war auch schon besser, Papa. Ich denke, du steckst im Stau mit dem Bus. Hier. Ich glaube, es war besser, du sagst nichts mehr. So, hereinspaziert. Schön. Oh, die Küche. Das Wasser geht ja immer noch nicht. Was sagt denn der Klempner dazu? Der Klempner, was soll er denn sagen? Nichts. Du weißt ja, wie Handwerker sind. Hey, du hast mir versprochen, dich darum zu kümmern. Warst du wieder am Institut? Schatz, ich... Hey, du warst heute überhaupt noch nicht hier, gibst du. Und sag nicht immer Schatz.
Papa war aber hier. Hier ist doch seine Brille. Papa ist erstmal gerettet. So, das ist ja meine Brille. Also. Aber ich glaube, er weiß selbst nicht genau, wie seine Brille hierher gekommen ist. Und mit dieser Brille hat eigentlich alles angefangen. Der erste Morgen im neuen Haus. Du darfst dir was wünschen. Hauseinweihung auf ganz privater Ebene. Okay. Ich glaube, wir brauchen Gardinen. Was ist heute los? Mama, Papa, wo seid ihr? Hier. Anna ist weg. Was? Oh, mein Gott, Sternchen, du kannst deinen Papa auch erschrecken. Wo soll sie denn sein? Verlaufen. Sie kennt dich doch hier nicht aus. In dem Chaos. Ulrike, ich hab da ein kleines Problemchen. Ulrike? Sternchen? Ich gib's auf. Anna wird sich schon irgendwann anfinden. Ja, weißt du, ich müsste heute Vormittag noch einmal ganz kurz. Duschen kannst du vergessen. Immer noch braune Brühe. Oh nein. Julius! Der Klempner. Also ich kümmere mich um den Klempner und mache uns noch einen schönen Kaffee. Ja, Kaffee womit denn? Ach, kein Wasser. Also, wir fahren euch jetzt zur Schule und wir rücken dem Klempner persönlich auf die Bude. Marsch. Sternchen. Die Anna. Na, also. Komm, Papa. Die Schule. Warum, Sternchen, gib deinen Lehrern eine Chance. Blamier sie nicht mit deinen superschlauen Fragen. Komm, Paul, gib den Ruck. Mach's gut, Pauli. Ob sie winken? Wir sind ja nur die Eltern. Ich glaube, ich steige jetzt auch schon aus. Wieso denn? Na ja, der Klempner ist gleich ums Eck. Da werde ich beide machen. Ich komme mit. Nein, nein, du hast ja genug zu tun. Ich schaffe das schon. Ich komme dann mit dem Klempner nach, ja? Okay, okay, bis gleich. Another hall selection, all eyes on me. Just weird. Street stuff with technique, no special effects, just rhymes and beats. It's just weird. Uh-huh. Seid ihr Achter? Ja. 8B? Ja. In der Pause gehen wir raus und rauchen eine. Kommst du mit? Ah, ich bin mehr so Sportler. Aha. Nur so eine Frage. Fragen kann man mich immer. Können Sie nicht ein bisschen beeilen? Keine Panik, wir haben es gleich geschafft. Ich sage immer, die Leute nehmen sich einfach nicht die Zeit, das Leben zu genießen. Immer nur Hektik. So Zeit kann man sich nicht einfach nehmen. Zeit ist eine konstante Größe. Sie existiert außerhalb unseres Bewusstseins. Und sie ist irreversibel. Ha? So, bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich euch noch eure neue Mitschülerin vorstellen. Das ist, Lisa Marie Stern. Sehr schön. Und möchtest du uns noch etwas über dich verraten, damit wir dich besser kennenlernen? Was hast du denn für Hobbys? Computer und Schildkröten. Voll öde. Dennis, das ist toll, Lisa. Und willst du uns noch verraten, was deine Eltern machen? Mama macht Berlin bekannt. Berlin kennt doch jeder. Dennis. Und Papa verbessert die Relativitätstheorie.
Möbius, Herr Professor Stern, im Namen des Freundeskreises Außergewöhnliche Phänomene darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Ist offen! Oh, Entschuldigung, ich dachte, es wäre mein Mann. Nee, hier sind nur Ihre Nachbarn. Trüschel! Ach, das ist Elfi, meine Frau. Freut mich. Und das ist Rudi von Hohenlohe. Auf gute Nachbarschaft. Wir wollen doch ja nicht weiter stören. Ja, wo müssen wir denn hier? Wir wollten mal so ein bisschen, also, wir dachten so, falls Sie Hilfe brauchen, ne? Sehr nett, danke, danke. Da haben Sie ja ein richtiges Schätzchen an Land gezogen. Ich meine mit dem Haus hier, ne? Hat uns auch gleich gefallen. So ein Altbau hat eben doch mehr Charme als Neubau, nicht wahr? Ja, schon, schon, aber wenn ich mir zum Bleistift mal Ihren Putz hier ankicke, also, ich könnte ja, wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen mal die Adresse von unseren Architekten rüberreichen. Das ist natürlich nicht ganz billig. Dann geht der Herr Jatte eben mal auf den Baumarkt. Mein Reini hättet ja Gott sei Dank nicht mehr nötig nach seinem Lottogewinn. Oh, gratuliere. Danke. Da ist die Kohle endlich mal zu den Richtigen gekommen. Sie entschuldigen? Das ist Ihres, ja. Ja. Ja, war sehr nett. Danke. Wiedersehen. Nicht für unnütz. Wir wollten ja auch ja nicht stören. Ja, wir finden schon alleine raus. Nein, Mama, du störst überhaupt nicht. Also Kind, weil ich ja von euch nichts höre, wollte ich mich vorsichtshalber erkundigen. Werd jetzt bitte nicht böse. Ob die Konfirmation überhaupt stattfindet? Pauls Konfirmation? Ich bitte dich, warum soll die denn nicht stattfinden? Och Mama, wir müssen dir doch keine Karte schicken. Ja, selbstverständlich bist du eingeladen. Wie wo? Ja, hier natürlich. Also Kind, wenn du Hilfe brauchst, du musst es nur sagen. Mama. Mama, du musst mir wirklich nicht helfen. Wir schaffen das schon, wirklich. Ja, wir. Du, da kennst du deinen Schwiegersohn aber schlecht. Eine Sekunde mal. Mama, ich weiß, dass du Julius für einen Fehlgriff hält. Ulrike? Ulrike! Lassen Sie mich zum Abschluss Folgendes sagen. Die alten Griechen haben uns erklärt, dass die Dinge sind. Galilei und Newton, warum sie sich bewegen. Planck, warum sie sich verändern. Und Albert Einstein, dass die Dinge aus der Veränderung bestehen. Und diesen Herrschaften hier schließlich verdanken wir eine Vorstellung davon, wie das Ganze gemeint sein könnte. Beam me up, Scotty. Du? Tag, Ulilein. Was guckst denn so? Bin ich ein Gespenst? Wolltest du mich reinlassen? Doch, doch, klar. Komm rein. Nicht aber platt. Hast du nicht noch 3 Monate oder so? Gute Führung, gute Verbindung, vorzeitige Entlassung, weißt du? Herzlichen Glückwunsch zum neuen Haus. Woher hast du eigentlich die Adresse? Aber Ulrike, die hast du mir auch selber gegeben. Schon vergessen, oder? Ja. Weißt du, was ich glaube? Du bist ganz schön durch den Wind, was? Wo ist denn unser Genie? Ach so, das Übliche, schon klar. Aber Ulrike, das hast du dir selber ausgesucht, ne? Komm, ich zeig dir das Haus. Ach, Jesus. Ihr habt doch noch ganz schön weit vor der Brust, bis das hier kuschelig ist. Ich will keine kuschelige Wohnung. Ein schönes Zimmer. Aber... Aber? Naja, hier muss Licht rein. Hier muss Natur rein. Hier muss ein Riesenfenster rein. Schönes, großes Fenster. Super Idee. Dennis heißt er. Ich zeig ihn dir morgen auf dem Schulhof. Ich kann noch keinen verprügeln, der 5 Klassen unter mir ist. Bloß ein bisschen schütteln. Ich bin es. Ich verkünde Gerechtigkeit. Ich bin der große Helfer. Wo hast denn das wieder her? Bibel-Website. Na? Wie war's? Ätzend. Stand ja Probleme mit Jungs. Und du mit Mädchen. Gleich 3-mal. Hat sich der Umzug ja schon gelohnt. Na, Kinders? Kennt ihr euren Onkel noch? Zacharias. Was ist denn los? Schönes, großes Fenster. Hast du doch gut gefunden. Keine Sorge. In 1-2 Stunden bin ich durch. Halt!
Bringt eure Sachen nach oben. Sag mal, bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht einfach ein Loch in die Wand kloppen. Nein. Oh Gott, wenn Julius das sieht. Meinst du, der findet das nicht gut? Keine Sorge, wir waren noch nie einer Meinung. Weißt du, er hat den Grips und ich habe den gesunden Menschenverstand. Das ist ein Riesenunterschied. Dazu kommt noch, dass ich goldene Hände habe. Du, ich weiß, du hast bestimmt gut gemeint, aber meinst du nicht, dass das eine Sache für einen Fachmann ist? Aber Ulilein, ich bin doch ein Fachmann. Zwei Ausbruchsversuche. Weißt du, wie sie mich genannt haben? Den Mauerspecht. Und jetzt pass mal auf. Was guckst denn so? Ich bin's doch bloß. Was hat denn dieser Kriminelle in unserem Haus zu suchen? Der ist dein Bruder und er hat mir geholfen. Geholfen? Geholfen? Wir haben ein Loch in der Wand. Auf. Ja, geholfen, was man von dir wohl nicht behaupten kann. Wo warst du überhaupt die ganze Zeit? Hallo? Hallo, ist da jemand? Wer ist denn das? Ah, hallo! Was haben Sie denn hier zu suchen? Na, ich suche die Kronjuwelen der Königin von England. Ich habe mir erlaubt, einen Klempner zu bestellen. Du hattest ja offensichtlich keinen Erfolg. Na, ich glaube, Sie haben auch noch Maurerbitter nötig. Moment, ich komme. Hallo. Entschuldigen Sie. Moment, ja. Da hinten ist die Küche, ja? Ja. Herr Professor Stern, wohnt er hier? Ja, ich bin seine Frau. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin seine Assistentin. Sie sind Diana. Ja. Freut mich. Guten Tag. Tag. Sie können schon anfangen. Das hat er gestern im Institut vergessen. Ich habe es vorhin auf dem Sessel gefunden und dachte, da ich sowieso vorbei musste. Das ist aber nett, danke. Ich habe es ausgeschaltet, war doch in Ordnung. Ja, ja, super. Mein Mann ist hinten im Garten. Wenn Sie wollen, dann... Ich möchte nicht stören. Also dann, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist das? Ein Sessel. Rotes Leder. Scheußliches Teil. Finde ich auch. Woher ist der denn? Das kann ich mir auch nicht erklären. Die Möbelträger. Vielleicht vom letzten Umzug übrig geblieben. Ja, gestern stand der aber noch nicht hier. Stimmt. Wollte eigentlich nur sagen, Wassermarsch, alles Paletti. Hm? Mama? Ja? Vertragt ihr euch jetzt wieder? Vertragen? Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Darf ich? Ich bin in der Wanne. Was muss ich tun, dass du mir wieder gewogen bist? Wozu? Geh doch zu deinem Freundeskreis außergewöhnliche Probleme. Ist dir das sowieso wichtiger? Phänomene. Was? Der Freundeskreis heißt außergewöhnliche Phänomene. Ulrike, ich habe Mist gebaut. Versuchst du es nochmal mit mir? Und was ist, wenn nicht? Oh, dann muss ich vor Kummer sterben. Ich glaub dir kein Wort. Du tröstest dich mit deiner Assistentin. Mit Diana? Wie kommst du denn da? Du, die war hier. Hast dein Handy vergessen. Sie sah zauberhaft aus. Sie ist auch bezaubernd. Ach, sie ist auch bezaubernd. Ja, meine Assistentin. Deine Assistentin, ja? So bezaubernd vielleicht. Ja.
Nein, wirklich. Na, komm. Das ist natürlich. Jetzt, jetzt, komm. Das ist bezaubernd, nicht? Morgen muss ich arbeiten und in einer Woche schon ist die Konfirmation. Man kann auch ohne Gardinen feiern. Das erklärt mal deine Schwiegermutter. Na, warte. Mann, habt ihr mich erschreckt? Wenn du nicht gleich im Bett verschwindest, erschrecken wir dich noch ganz anders, meine Süße. Ist das dein neues Programm? Ein Upgrade. Und wie viel bist du denn schneller damit? Ich prüfe gerade die Tools. Ist das für eine CD oder aus dem Internet? Seid ihr noch normal? Jetzt geht's aber ins Bett. Hopp! Ab, Süße. Schlaf gut, Sternchen. Guten Morgen, Mädels. Morgen. Hier meine Umzugskalorien. Oh, du Süße. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke. Bitte gerne. Und wie fühlst du dich im neuen Haus? Was hast du denn in der ersten Nacht geträumt, ha? Keine Gefühle, keine Träume, totale Erschöpfung. Oh, dann ruh dich erstmal aus, ha? Wann hast du denn heute die erste Tour? Um 10, Franzosen, auf den Spuren der Hugenotten in Berlin. Ja, Stern? Ja, natürlich. So. Nix mit Ausruhen, der Chef. Oh-oh. So früh? Tja. Sind ja ganz neue Sitten, viel Glück. Liebe Frau Stern, was Ihre Qualifikation betrifft, also, da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Sie kennen das Unternehmen. Warum sollten wir uns da jemanden von außerhalb holen? Das ist eine große Chance für Sie. Die ich sehr gerne wahrnehme. Aber Sie verstehen, dass ich noch ein wenig Bedenkzeit brauche? Aber selbstverständlich. In einer Stunde erwarten wir Ihre Entscheidung. Oh, vorausgesetzt, ich erreiche in einer Stunde meinen Mann. Professor Stern, der berühmte Physiker. Das gibt's doch nicht. Energie kann sich verwandeln. Aber nicht einfach verschwinden. Vielen Dank für die Belehrung. Da ist noch etwas. Es verschwindet nicht nur Energie, sondern auch Sessel. Und Brillen. Ist hier eingebrochen worden? Ja, wenn ja, dann haben die Diebe mir beides nach Hause gebracht. Julius, willst du nicht ein paar Tage Urlaub nehmen? Der Umzug, die Arbeit. Am Ende kannst du dich auf gar nichts mehr konzentrieren. Soll ich dir was sagen, Clemens? Ich glaube, der Sessel, die Brille, die verschwundene Energie, das alles hängt irgendwie zusammen. Entschuldige. Stern? Julius? Ach, super. Hast du einen Moment Zeit? Ja, aber für dich doch immer, mein Schatz. Du stell dir vor, ich soll die Europaabteilung übernehmen. Aber ich habe nur eine Stunde Zeit, mich zu entscheiden. Tja, also wenn du das machen willst, dann sag doch ja. Was? Ach, ich verstehe keine geregelte Arbeitszeit und kein pünktlicher Feierabend. Aber das ist doch kein Problem. Okay, aber du müsstest Sternchen heute Abend abholen. Die kommt doch vom Schulausflug zurück. Ostbahnhof, Gleis 3, 19 Uhr. Kannst du das einrichten? Julius, hallo. Was? Ach so, ja, na klar. Danke, ich liebe dich. Ja, tschüss. Boah. Ist ja nicht zu fassen. Mann. Puh. Ja. Sag mal, müssen wir dich jetzt siezen? Quatsch. Alles bleibt so, wie es ist. Wäre nicht schöner. Na klar, du organisierst und wir machen die Arbeit. Genau. Alter Schwede. Bitte? Hallo. Ulilein. Ich habe gar nicht gewusst, dass du inzwischen zum Direktor mutiert bist. Na, wir holen dann mal den Rest. Ha? Bis später. Hallo, die Damen. Der Herr. Hallo. Hey.
Was verschafft mir die Ehre? Von Baumaßnahmen bitte ich jedenfalls dringend abzusehen. Ach komm, die hier, die ist für dich. Na, wegen dem Loch in der Wand. Und wenn du mir jetzt noch deinen Haustürschlüssel übergibst, dann siehst du heute Abend von der Katastrophe kein Stück mehr. Versprochen. Na, danke. Warte. Hier, mein Zweitschlüssel. Zu treuen Händen. Hm? Auf Zacharias ist Verlass. Wenn ich was verspreche, dann 100 pro. Mann, hier bin ich fertig. Ist ja schlimmer als Training. Sag mal, was ist eigentlich lukrativer? Die Straße oder die Bahn? Was meinst du mit lukrativer? Na, wo kann man mehr Kohle machen? Ich meine, 6-Tage-Rennen oder Tour de France? Keine Ahnung. Die wichtigen Fragen hast du keine Antwort, wa? Ist genau wie dein Vater. Achtung, sie kommt. Was machen wir, wenn es ihr nicht gefällt? Klatsche. Abend. Abend. Na, schmeckt's? Dankeschön, vielen Dank. Ach, Uli, Ulilein, würdest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich habe meine Bierflasche im Wohnzimmer vergessen und da du gerade schon mal stehst, vielleicht holst du mir die eben? Bier. Ja. Na, sonst geht's dir noch gut, ja? Mama, geh doch mal ins Wohnzimmer und hol das Bier. Wow. Das glaube ich nicht. Das ist ja fantastisch. Das ist ja der Wahnsinn. Ey, du bist der Größte. Oh, ich habe nichts gesehen. Entschuldige bitte. Wir mussten einfach duschen. Wir waren dreckig wie die Schweine. Ihr seid beide fantastisch. Wo sind Papa und Sternchen? Ah, vielleicht hat der Zug Verspätung. Oh, ich glaube, ich mache mal Stadtfahren, ja? Danke fürs Helfen. Ulrich, ich bin an einer riesigen Sache dran. Das ist unvorstellbar. Also, wenn mir das gelingen sollte, das wäre, ich kann es gar nicht sagen, das wäre der Nobelpreis. Wo ist ein Sternchen? 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 Oh Gott. Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Zacharias, komm. Was? Ja, sicher. Sie ist bestimmt mit einer Freundin mitgegangen. Ach, siehst du, erst seit 2 Tagen in der neuen Schule. Sternchen, dass du wieder da bist. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Es ist allein meine Schuld. Ein Kausalnexus divergenter Modalitäten. Papa. Schon gut. Verbessern Sie mal weiter die Relativitätstheorie. Hm? Tschüss. Und danke. Und Sternchen. Gladiolen sind Ihre Lieblingsblumen, Papa. Ah, ich verstehe. Julius? Oh, Gott sei Dank. Ja. Die Lehrerin hat Sternchen gerade nach Hause gebracht. Oh. Signalfarbe. Wenn Anna jetzt wieder abhaut, filmen wir sie schneller. Wow, cool. Danke. Gute Idee, Paul. Wie war denn dein Ausflug? Wie Schulausflüge ebenso sind. Bisschen Kinderkram, aber ganz nett. So, und jetzt schlaf schon. Mama kommt auch. Anna, marsch ins Bettchen. Lass Anna schlafen. Schläft die immer unterm Schrank? Ja, meistens. So was? Naja, also dann gute Nacht, ihr beiden. Man kann alles vergessen. Den Umzug, das Handy. Von mir aus auch den Klempner. Aber nicht das eigene Kind. Das musst du erst mal jemand nachmachen, mein Lieber. Weißt du, was das ist? Das ist kriminell. Also ich weiß, Ulrike, dafür gibt es keine Entschuldigung. Und es tut mir auch wahnsinnig leid. Aber es war das erste Mal. Was ist das erste Mal? Das erste Mal, dass sowas wie mit Sternchen passiert ist. Ja. Und weißt du auch, warum? Weil ich mich sonst gekümmert habe. Ich, und zwar immer nur ich. Und ein einziges Mal bitte ich dich, dass du mir hilfst. Und was passiert? Ulrike. Ach komm,
Du hast überhaupt kein Interesse daran, wie es mir geht. Wie ich mich fühle. Wie mir der neue Job gefällt. Oder hast du dich einmal gefragt, wie ich das alles hier schaffe? Der Umzug, die Konfirmation. Wichtig ist immer nur dein verdammter Kram. Ulrike, ich verstehe, dass du eine Wut hast auf mich. Aber du bist jetzt auch ungerecht. Ach, ungerecht, ungerecht. Ich bin ungerecht, denn dein Bruder ist ein Krimineller und du? Du bist der liebe Gott. Wenn ich Zacharias nicht gehabt hätte, dann... Du immer mit deinem Zacharias. Na, dann geh doch endlich zu deinem Zacharias. Oh, jetzt kommt die alte Leier wieder. Mein Zacharias. Nur weil ich mit 17 Mal mit ihm in der Disco war. Nicht nur in der Disco. Ach, komm, hau ab. Ich kann dich nicht mehr sehen. Wo ist Papa? Weg. Wie weg? Wie weg? Ausgezogen. Sag mal, spinnst du? Papa ist weg, Anna auch und Mama raucht wieder. Kein gutes Zeichen. Könnt ihr doch nicht machen. Lasst ihr euch jetzt scheiden? Paul, kannst du mir Gefallen tun? Nach der Schule auf deine Schwester aufpassen und wenn es bei mir heute Abend ein bisschen später wird, macht euch was zu essen. Ohne Papa, das geht doch gar nicht. Ja, ist aber auch echt eine schwache Leistung von ihm. Kann ja mal passieren. Das sieht Mama aber anders. Aber deshalb muss sie sich doch nicht scheiden lassen. Ich schätze mal, die vertragen sich wieder. Aber wenn sie schon raucht. Stimmt. Ist kein gutes Zeichen. Morgen, Paul. Sag mal, schaffst du den Rest allein? Vergiss nicht, du sollst auf mich aufpassen. Ich wünsche es lieber nicht. Morgen, Mädels. Oh Mann, Männer. Guten Morgen, Herr Professor. Kaffee oder Tee? Ach, Mist. Ist nicht im Angebot. Das glaube ich jetzt nicht. Anna? Diana, Herr Professor. Das könnte der Beweis sein. Anna, ich liebe dich. Dir sind keine Flügel gewachsen. Du hast keine Doppelgängerin. Du hast unter dem Schrank gesessen und ich bin auf dich zugekrochen. Und da muss es passiert sein. Aber wie? Wodurch? Das Handy sein. Natürlich. Das Handy. Aber ein Handy kann doch keine Molekularstrukturen auflösen. Oder doch? Aber unter welchen Voraussetzungen? Kannst du mir das verraten? Ich glaube nicht, dass sie antwortet. Clemens, es ist etwas Unglaubliches passiert. Du bist Dr. Doolittle und verstehst die Sprache der Tiere. Aber nein. Ich glaube, ich habe... Diana, könnten Sie so nett sein, mir einen Kaffee zu besorgen? Clemens, ich habe gebeamt. Damit die Schildkröte. Über eine Entfernung von 3 Kilometer Luftlinie.
Julius. Man kann mit einem Handy viel größere Entfernungen überwinden. Man spricht rein, die Sprache wird digitalisiert und gelangt per Satellit in die hintersten Winkel der Erde. Sprache ja, Schildkröte nein, das ist Unsinn. Die ist dir zu Hause in die Tasche geklettert und du hast sie selbst mit deinen eigenen Beinen hierher geschleppt. Nein, nein. Diese Schildkröte wurde direkt von zu Hause hierher in dieses Institut transmittiert. Du glaubst es nicht? Bitte, halt. Ganz kurz. Ab, nein, doch nicht. Wenn die Schildkröte endgültig verschwindet, das würde mir Sternchen nie verzeihen. Halt einmal. Die Tasse. Vielleicht zu leicht. Der Spektralanalyzer. Nein, nein, der ist zu schwer. Hol bitte den Einstein. Julius. Ich bin auch schon mal umgezogen. Da weiß man nicht, wo einem der Kopf steht. Was hältst du davon? Du gehst nach Hause, fütterst deine Schildkröte und schläfst dich aus. Ich habe kein Zuhause mehr. Ich kieke, staune, wundere mir, ich wundere mich über ja nicht mehr. Das ist ein alter Berliner Spruch. Sie sehen also, meine Damen und Herren, Sie haben es hier mit einer Stadt zu tun, in der alles möglich ist. Hier wurde das Fernsehen erfunden, das Kino, die Thermoskanne, das Fliegen der Feuerlöscher und sogar die Atomspaltung. Tja, und wenn Sie uns das nächste Mal besuchen, ist ganz bestimmt wieder etwas Unglaubliches passiert. Bis dann, kommen Sie gut nach Hause. Wiedersehen. Wiedersehen, schönen Tag noch, ne? Hey! Uli! Na du? Hallo! Hallo! Sag mal, ich dachte, du ahlst dich um Direktorsessel. Stattdessen mal los, du auf Außentour? Haben Sie schon wieder geschasst? Freiwillig. Ich mache eine Vertretung für eine Kollegin. Ach so. Ich habe schon befürchtet, die gestrigen Ereignisse hätten dich dazu beflügelt, deiner Karriere ein vorzeitiges Ende zu setzen. Was kann ich für dich tun? Hm? Für mich? Nichts. Alles paletti. Da oben ist noch jemand, der will dich aussteigen. Warte mal. Hallo? Sie müssen hier aussteigen. Nein, kein Meter. Do you speak German? Urteil, damit hab. Do you speak English, German? Friend. It was out over, finished. Den haben wir hier nicht. You are in Berlin, not Paris. Berlin. Vielleicht sollten wir mit ihm eine Runde um den Funkturm drehen, hä? Okay. Das ist ja so blöd. Papa! Ich bin schon ganz doll vermisst. Ich auch. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Was holt die denn her, wenn du früh mal sie wieder wolltest? So. Hi, Papa. Echt cool, dass du dir freigenommen hast. Und hiermit übergebe ich dir Sternchen in deine treuen Hände. Just win. Here for the world to see. Another hall selection. All eyes on me. Just win. Street stuff with technique. No special effect. Just win. Ich weiß nicht, was wir alle an uns sind. Ich sage dir, der wird sich nie ändern. Niemals. Dazu gibt's nur so viel zu sagen. Niemand ändert sich. Weißt du, wir beide, ich meine, Julius und ich, wir waren schon immer so, wie wir jetzt sind. Schon als wir Kinder waren. Ich war immer verführbar. Zu jedem Scheiß und von jedem. Julius nicht. Er hat immer nur das gemacht, was er wollte. Das kann er ja auch. Aber wenn man eine Familie hat, dann hat man auch ein bisschen Verantwortung, oder nicht? Kannst du mir verraten, wozu man so viele Töpfe braucht? Zum Kochen. Aber wir haben doch nur 4 Herdplatten. Aber du hast auch nur 2 Beine und mehr als ein paar Socken. Apropos Socken, ich muss mich jetzt bald auf dieselben machen. Weißt du denn, wann Mama zurückkommt? Papa, bitte bleib hier. Glaube mir, das ist keine gute Idee. Ihr vertragt euch doch wieder, das musst du mir versprechen. Das kann ich dir nicht versprechen.
Liebst du uns denn nicht mehr? Wie kommst du denn auf so eine dumme Idee? Weißt du, Papa und Mama brauchen ein bisschen Zeit. Wie lange? Bis morgen? Du musst du Mama fragen. Kick mal. Der ist auch nie zu Hause, die arme Frau. Hat halt viel Arbeit. Arbeit? Das glaubst du. Der zieht doch Nebenluft. Der Julius, der weiß ganz genau, was er will. Und er will dich. Das hoffe ich für ihn. Hallo! Oh! Tom! Papa Mark, so hat den Ding. So hat den Ding, lass den Bock. Mutter, du? Überraschung. Die Konfirmation ist ja erst Samstag. Na ja, da kann ich ja wieder gehen. Mama, schön, dass du schon da bist. Oh, meine Kleine. Mama, wir haben verschlafen. Machst du schnell Kaffee? Hallo, Oma. Ja, hallo. Ja, gut, danke. Ja, selbstverständlich. Mein Gott, und da sagt meine Tochter, ist alles palettig. Bis zur Konfirmation kriegen wir das ja nie hin. Paul, wenn du heute aus der Schule kommst, räumst du unbedingt dein Zimmer ein, klar? Ja, wann kommst du denn heute? Gegen 7. Ich versuch's jedenfalls. Wieso arbeitest du denn, wenn ihr umzieht? Hast du dir keinen Urlaub genommen? Erkläre ich dir später, ja? Ist für mich. Tschüss. Ciao. Ich zeig dir mal was, Oma. Seine Haare. Will tint like he coasting. Uh-huh. Komm, Sternchen, wir müssen. Hopp, hopp. Mama, du wirst zurechtkommen. Hm? Sag mal, wo ist eigentlich mein Schwiegersohn? Du meinst Julius? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du vor 15 Jahren aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen einen Mann diesen Namens geheiratet. Er ist unterwegs, Mama. Wo sollte Julius sonst sein? Jedenfalls nicht da, wo er am dringendsten gebraucht wird. Tschüss, Oma. Und ich habe gedacht, wir frühstücken erst mal gemütlich. Du, Mama? Was sagen wir der Oma wegen Papa? Gute Frage. Am besten ihr vertragt euch ganz schnell wieder. Ach, Sternchen. Wenn es so einfach wäre, hm? Ja? Ach, du bist. Wie geht's dir denn? Mir? Mir geht's wunderbar. Ich bin gerade beim Frühstück. Was? Nein. Kaffee, frische Brötchen. Ja, mit den Kollegen. Ob ich dir einen Gefallen tun kann? Natürlich, jederzeit. Nein, ich glaube, wir sollten das nicht am Telefon besprechen. Ich komme zu dir ins Büro. Ja, Zeit habe ich für dich immer, mein Schatz. Ja, bis gleich. Bitte, meine Herren. Danke, Kollege. Julius. Eine Katastrophe. Was ist denn passiert? Mama, sie ist schon da seit heute Morgen. Überraschung. Mama ist... Deine Mama. Mama ist keine Katastrophe. Und was soll ich ihr sagen, wo du bist? Ja, sag ihr, bei der Arbeit oder auf einem Kongress. Lass dir was einfallen.
oder sage die Wahrheit? Die Wahrheit. Naja, dass du mich ausgeschmissen hast. Damit ich mir zum 100. Mal von ihr anhöre, dass sie schon immer wusste, dass du der falsche Mann für mich bist? Ach, du findest nicht, dass ich der falsche Mann für dich bin? Darum geht's jetzt überhaupt nicht. Aber ich will nicht, dass sich Mama in unsere Angelegenheiten mischt. Und das wird sie unweigerlich tun, wenn sie mitbekommt, dass wir... Ja. Also gut, dann komme ich zurück nach Hause und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Okay. Aber wenn Mama verschwindet, verschwindest du auch. Frau Stern, das Odeon auf Rodos wird nicht fertig. Das habe ich geahnt. Das ist eine Riesenschweinerei. Wir haben 30 Überbuchungen. Ja, ich habe es befürchtet. Na, besser wäre, sie hätten irgendetwas unternommen. Ich habe 20 Leute in Saturn, den Rest ins Meridian umgebucht, vor 2 Wochen. Die Herrschaften wurden kontaktiert, sie sind einverstanden. Es wird also keine Regressforderung geben. Bitte. Schon vor 2 Wochen? Vor 2 Wochen. Frau Stern, Sie haben uns wieder mal gerettet. Ja, Entschuldigung. Darf ich vorstellen, mein Mann, Herr Clausen, unser Geschäftsführer. Der berühmte Professor Stern. Es freut mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Herr Professor, Ihre Frau, eine Perle. Aber ich schätze, das wissen Sie selber. Super. Also, meine Perle, wir sehen uns am Abend. Hallo, Herr Professor. Na, auch mal wieder nach Hause gefunden? Und mit so schönen Blumen für die Frau gemahlen. Julius, hast du denn keinen Schlüssel? Herzlich willkommen, Charlotte. Ach, für mich? Wie reizend. Danke. Na, komm doch rein. Darf man fragen, wo du gewesen bist? Oh, man darf, Charlotte, man darf. Im Übrigen bin ich ja jetzt da. Wie schön. Dann kannst du dich ja gleich nützlich machen. Hier gibt's eine Menge Arbeit für dich. Weißt du, ich muss nur kurz in mein Büro den Computer anschließen und die Software und den Rechner. Das dauert 3-4 Stunden. Aber dann habe ich für dich Zeit. Julius, veralbern kann ich mich alleine. Ja, bitte? Guten Tag. Wohnt hier die Familie Stern? Wohnen? Die übernachten hier gelegentlich. Mein Name ist Winkelmann. Ich suche Julius. Winkelmann? Professor Winkelmann? Exakt. Treten Sie näher. Mein Schwiegersohn ist auf der Flucht vor ehrlicher Arbeit. Er hat sich im Dachgeschoss verschanzt. Schuhe bitte abputzen. Selbstverständlich. In dem Haus ist nur eins selbstverständlich, das Chaos. Wenn wir mal rein theoretisch annehmen, deiner seltsamen Beobachtung mit der Schildkröte läge ein naturwissenschaftliches Phänomen zugrunde, dann läge doch der Beweis in seiner Wiederholbarkeit, oder? Ja, na und? Es hat sich aber nicht wiederholt. Und ob? Erst ist meine Brille verschwunden, dann der Sessel. Und jedes Mal war dein Handy mit im Spiel. Ja. Du bist dir doch wohl im Klaren, dass heutzutage jeder so ein Ding in der Tasche hat. Oh, Clemens. So, bitte sehr. Danke. Vielen Dank. Ich brauche gleich noch ein Autogramm von dir. Ja. Hallo Oma, was ist das denn? Ein Piacciotti. Mein Geschenk für Paul zur Konfirmation. Echt geil, hat er gar nicht verdient. Ach, Lisa Marie. Ja, tschüss und viel Spaß damit. Danke. Oma, ich muss dir was sagen. Es ist... Ja? Na raus mit der Sprache. Der Papa, der hat doch im Moment so viel Arbeit und ist ganz selten zu Hause. Dein Papa hat immer viel Arbeit und ist nie zu Hause. Ausnahmen bestätigen die Regel. Was? Ausnahmsweise ist er heute hier. Das Handy stammt aus China. Vielleicht haben die das Ding in Hongkong irgendwie falsch zusammengeschraubt. Oder die sind uns um 100 Jahre voraus. Das ist ein stinknormales Handy.
Und wenn nicht? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du auch nur eine Fliege damit zwingen könntest, ihren Hintern hochzuheben. Also bitte, probier's aus. Bitte, da, das Telefon. Die Lampe. Die Lampe. Hör sie, das Handy könnte sich im Zyklotron aufgeladen haben. Das wäre eine Begründung für diesen Energieabfall. Vielleicht sind die Akkus leer. Julius, das ist Unsinn. Aber dann erklär mir, wie das funktioniert hat. Hast du dir eigentlich schon mal vorgestellt, was passiert, wenn du wirklich das Beamen erfindest? Man braucht ja keine Autos mehr. Keine Raketen, keine Eisenbahn, keine Schiffe. Es ist unvorstellbar. Die Welt wäre aus den Angeln. Für die einen wärst du Gott, für die anderen der Teufel. Denk mal an die Autoindustrie. Aber zum Glück kannst du ja nicht beamen. Sonst könnte ich ja zum Beispiel dieses Flugzeug... Vince. Komm zu dir, Julius. Es war nur eine Verkettung irrelevanter Erscheinungen. Weg! Diese Verbrecher! Typisch Berlin. Kein Wunder, dass hier niemand hinziehen will. Was ist denn passiert, Charlotte? Mein Geschenk ist weg. Gestohlen. Am helllichten Tag. Eben stand's noch hier und jetzt ist es weg. Bist du sicher? Da werde ich mir sowas ausdenken. Diese Gegend ist ja noch schlimmer als die, aus der ihr weggezogen seid. Elfie! Elfie? Hier ist es auch nicht. Es ist die klassische Molekularkinese. Es ist unglaublich. Es ist phänomenal. Also, kannst du mir das erklären? Du nimmst das Handy, zielst mit der Antenne, schaltest es ein. Ja, also ich habe etwas entdeckt und verstehe es nicht. Beim Fahrrad geht's, aber beim Flugzeug. Warum verschwindet das eine und das andere fliegt einfach weiter? Da stellen sich vollkommen neue Fragen an die Quantenphysik. Wir brauchen dringend ein neues Fahrrad. Und zwar genau das gleiche. Wo kriegen wir jetzt so einen Teil her? Ein Fahrradgeschäft. Gebrochen? Oh, Feuer. Heute früh war das doch noch da. Heute früh? Vor einer Stunde? Julius und der Professor standen da oben. Ich habe hinaufgeschrien und da war das Dach noch da. Das kann nicht wahr sein. Ja, glaubst du denn, ich lüge? Aber wenn es vor einer Stunde noch da war, dann kannst du jetzt nicht auf einmal weg sein. Wo ist Julius? Julius! Das weiß ich nicht. Ist er da, wenn man ihn braucht? Das Fahrrad ist auch weg. Was für ein Fahrrad? Na, das Fahrrad. Mein Konfirmationsgeschenk für Paul. Gestohlen. Am hellerlichten Tag. Unvorstellbar. Ist Paul da? Nein. Julius. Ein dummer Jungenstreich. Ich war bei der Polizei. Die haben gleich eine Rasterfahndung gemacht. Sie stand, glaube ich, ein paar Ecken weiter.
Wir sind hier nicht willkommen. Das wird ja immer rätselhafter. Und was ist denn hier los? Hier ist immer was los. In Hamburg wäre sowas nicht möglich. Paul kommt. Wo ist denn das Fahrrad? Versteckt. Das ist echt krass. Vielleicht so eine Windhose und plopp weg Wahnsinn. Plopp weg Wahnsinn, dann müssten sie ja irgendwo rumliegen, die Dinger. Wo gehst du denn hin? Telefonieren, Versicherung, was weiß ich. Hm? Hallo. Hm. Mir macht das ja nicht das Geringste aus. Ich bin ja improvisieren gewöhnt. Aber wenn man Gäste hat... Mama, ich verspreche dir, es wird morgen meine vorrangige Aufgabe sein, den Besteckkasten zu suchen. Wir haben zwar immer noch kein Dach über dem Kopf, aber... Aber mit deiner Hilfe, liebe Charlotte, werden wir auch diese Situation meistern. Ich stelle nur fest, dass der große Tag eures Sohnes bei euch unter dem Motto auch das noch läuft. Hm. Großer Tag. Das Wichtigste sind doch die Geschenke. Seid doch mal still. Spaßvögel haben am heutigen Nachmittag den Brunnen auf dem Luisenplatz in Potsdam auf ganz besondere Art geschmückt. Auf dem Wasserstrahl tanzten plötzlich rote Dachziegel. Der Brunnen musste vorübergehend abgestellt werden. Die Polizei fahndet bislang erfolglos nach den mutmaßlichen Tätern. Ein Bekennerschreiben ist noch nicht eingegangen. Sachdienliche Hinweise nimmt natürlich jede Polizeidienststelle entgegen. Und damit tschüss und guten Abend. Und warum passiert uns das? Wir haben noch niemandem was getan. Hey, Moment mal, wer sagt uns denn, dass das unsere Ziegel sind? Wo sollen unsere Ziegel dann bitte schön sein? Wir müssen das Dach jedenfalls wieder decken, bevor es regnet. Dachdecker. Handwerker, viel zu teuer und zuverlässig. Vielleicht können ja Zacharias... Zacharias, nur über meine Leiche. Ein krimineller Bruder? Ist ein guter Handwerker. Guckst du dir bitte mal das Fenster an, ist das nicht fantastisch? Das hat Zacharias gemacht? Nachdem er vorher ein Loch in die Wand gemacht hat. Dann steig du doch aufs Dach. Wenn ihr euch streitet, wird das doch auch nicht ganz. Wenn es dir lieber ist, kann ich auch in meinem Arbeitszimmer schlafen. Es ist mir lieber. Wenn Charlotte sich wundern sollte... Warum sollte sie? Sie weiß doch, dass du Tag und Nacht arbeitest. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Die Spannung fällt. Wie bei deinen letzten Versuchen. Genau. Wo ist sie hin? Die Spannung. Das Ding ist ein Elektronenschwamm. Bei zielgerechter Entladung zerlegt es Atomstrukturen und schickt sie als gebündelte Energie an einen anderen Ort. Wo sie sich wieder materialisiert. Ja, nach dem gehabten Schema. Rematerialisierung von Photonen einer Quantenverstrickung. Glaubst du mir jetzt? Ja, dass wir beide total übergeschnappt sind. Ja, aber das Fahrrad ist verschwunden. Probieren wir es nochmal. Ich will es jetzt wissen. Wahnsinnig? Da sind wichtige Unterlagen drin. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Kann ich irgendwie helfen? Ja, Diana, sie schickt mir der Himmel. Bitte machen Sie sofort einen kompletten Sicherheitscheck. Ja, sie wollen mich doch nicht hier alleine lassen. Nein, der Professor Winkelmann ist ja bei Ihnen. Ich werde auf einer anderen Baustelle gebrochen. Aber was hat er bloß? Er ist ja so komisch in letzter Zeit. Das ist das Genie. Aha. Uns jetzt immer ab. Ah, nicht immer, aber immer ab. Paul, du bist echt süß. Aber lass uns nicht endlos allein. Paul, sonst kriegst du echt Stress. Paul!
Ciao. Ihr müsst eines wissen. Ich habe euch lieb und ich will nicht weg von euch. Ja, und Mama? Na, Mama habe ich auch lieb. Nein, ich meine, will Mama, dass du weggehst von uns? Na, erstmal bleibe ich so lange, bis Charlotte weggeht. Und dann? Und dann rede ich noch einmal mit Mama. Ja, mach mal, sonst nimmt sie am Ende noch Zacharias. Blödsinn. Na und du? Für welche der drei Grazien hast du dich entschieden? Weißt du, cool ist, wenn du keine verärgerst. Ah, ja. Nehme ich Jenny, sind Julia und Jasmin sauer. Und nehme ich Julia, Nachna und so weiter. Ist auch viel praktischer so. Ich finde alle drei blöd. Ja, na, du hast ja auch keine Ahnung. Jenny ist ein Ass in Mathe, Julia in Bio und Jasmin in Deutsch. Ja, und die lassen dich alle drei abschreiben? Na, Logo. Weißt du, was die noch machen? Was denn? Hausaufgaben. Knutschen. Ah. Logo. Pass doch auf! Ja. Sorry, ich bin gerade drin, fahre kein Dachdecker. Lass mal, Junge. Du machst deine Sache ganz, ganz prima. Wenn ich mal gegen deine Zeuge anschaue, oh Gott. Naja, dann müsste wohl doch ein paar Gene von mir in dir drin sein, wa? Der arme Junge, hoffentlich nicht. Achtung, die Chefin! Wow, ich könnte euch drei küssen. Super! Na, kommst du deswegen rauf oder soll ich runterkommen? Vespa, alles runterkommen. Runter. Schnicken. Was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte, mit unserem Geschenk für Paul, das geht doch in Ordnung, oder? Oh, was denkst du denn schon vor 2 Monaten? Hör mal, was ist eigentlich mit dem Kuss? Na gut, Mama. Also nach links. Mehr zusammen. Ja, Mensch. So. Ja. Der ist so süß. Na? Halt! Wartet! Ich muss mit auf das Foto, sonst hielt das nicht. Entschuldigung, Paul. Wenn du früher gekommen wärst, dann wären wir jetzt schon fertig. Wir haben ausgemacht um 9:30. Du bist heute zu spät, es ist alles in schon die ganze Fahrt. Ich habe keinen Parkplatz gefunden, ich habe Fahrrad. Also ich möchte euch jetzt nicht mit einem Vortrag langweilen, aber in der Physik gibt es den Begriff der Bindungsenergie. Julius, komm. Was ich damit sagen will, mein lieber Nukleus Paul, obwohl du jetzt schon fast erwachsen bist, würde ich mir wünschen, dass dich unsere Bindungsenergie möglichst lange bei uns halten würde. Wenigstens, bis du deine erste eigene Kernfusion in Gang gesetzt hast. Tja, Julius, da musst du dir beipflichten. Paul, keine Sorge, das verschließt er erst später. Kinders, hoch die Tassen, lass uns auf den Jungen trinken. Prost. Prost. Also, Prost. 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 Wie ist mit den Geschenken? Wollen wir rüber? Was ich noch genau, sagen wollte. Auf geht's. Mein lieber... So. Wo ist er? Mein Junge, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und das ist hier, damit du auf deinem Rad eine gute Figur machst. Wow. Oh ja. Tour de France. Und du, lieber Paul, wirst dabei sein. Also, ihr seid echt cool. Danke, Mama. Im Internet eine Website eingerichtet mit Chatroom. Was meinst du, wie viele Fans sich da schon gemeldet haben? Danke. Wow! Oh, Mann. Oh Wahnsinn, ein Piaggiotti. Danke, Oma. Und eine Klinik.
Diese kleine Bescheidenheit hier, die ist von deinem Onkel. Paul, bitteschön, damit du deine Fahrradkarriere ein bisschen, wie soll ich sagen, dokumentieren kannst, archivieren, wie man will. Mach gute Bilder, glaub mir. Also, das ist echt irre. Danke, Onkel Zacharias. Naja, jetzt schwing auf deinen Gaul und mach dich vom Hof, bevor wir alle vor Rührung zerfließen. So ein teures Geschenk gibt es nicht mehr. Du, ich hab einen an der Hand gehabt, die hat mir die... Naja, also hoffentlich hat der Junge länger was davon. Dein letztes Weihnachtsgeschenk hat die Polizei doch auch wieder abgeholt, oder? Das war eine unglückliche Verkettung. Die Kamera, die ist wirklich... Ja. Die ist wirklich gekauft, nicht geklaut. Ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt auf Ulrike. Ohne Ulrike wäre aus dem kleinen Paulchen niemals der große, coole Paul geworden. Ja, da warten wir noch, was? Ja. Ulrike, darf ich? Prost, Prost. Ach, lass das, Charlotte, ich mach das schon. Was du heute kannst besorgen, lass sie doch. Mama braucht das. Um es mir die nächsten 20 Jahre aufs Butterbrot zu schmieren. Nicht nur dir. Ach, bin ich froh, dass das trotz dem ganzen Chaos noch eine schöne Feier geworden ist. Ja. Und wie soll das jetzt weitergehen mit uns? Müssen wir das heute Abend klären? Weißt du, Ulrike, das wollte ich dir sagen. Ich bin vielleicht ein fanatischer Physiker, besessen, bekloppt. Manchmal vergesse ich auch Dinge, die wichtig sind. Manchmal. Aber weißt du, diese eine Nacht, dieser eine Tag ohne dich und ohne die Kinder, das war die Hölle. Guck mal, der schöne Sonnenuntergang. Farbe bezeichnet. Mhm. Blut ist rot. Rot, die Farbe der Leidenschaft. Bei hohen Temperaturen leuchten manche Stoffe rot. Das liegt am kurzwelligen Charakter und an der Intensitätsverteilung der elektromagnetischen Strahlung. Rot. Es ist rot. Rot? Ulrike, es ist rot. Rot. Rot, es ist rot. Es ist rot. Verstehst du, Clemens? Die rote Brillenschnur, der rote Sessel, das rote Fahrrad, die roten Ziegel, die rote Schildkröte. Ja, natürlich ist das alles nur eine Hypothese, aber die erste vernünftige. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind keine Spinner. Wir können beamen. Ja, gut. Morgen im Institut. Ja. Wow. Bist du verrückt geworden? Spielverderber. Aber ich kann das doch nicht berechnen. Was mache ich, wenn die Tomate auf dem Kopf des Bundeskanzlers landet? Ich kann mir eine Menge schöner Sachen vorstellen. Sollte sich ein proportionaler Zusammenhang zwischen der verbrauchten Energie, der Größe des gebeamten Gegenstandes und der zurückgelegten Entfernung herausstellen, dann wäre ich ein ganzes Stück weiter. Aber damit weißt du immer noch nicht, ob die Tomate wirklich auf dem Kopf des Kanzlers
Ja, aber ich könnte sie vielleicht wieder zurück, oder? Na ja, gut, da ist noch eine ganze Menge offen. Julius hat gesagt, wenn er es irgendwie einrichten kann, dann kommt er. Also kommt er nicht. Mama. Kind, soll ich nicht noch bleiben? Jedenfalls, bis ein Grundstock von Ordnung im Hause ist. Das kann ich dir doch nicht zumuten. Das wird doch zu viel für dich. Ich mein's doch nur gut mit deiner neuen Arbeit jetzt. Ihr könnt doch nicht wochenlang in diesem schrecklichen Durcheinander leben. Du hast uns so prima geholfen. Und jetzt braucht dich dein Geschäft. Weil du davon anfängst, Kind. Ich wollte schon seit Tagen etwas Wichtiges mit dir besprechen. Seit Papa nicht mehr ist, bin ich sehr allein. Und der Laden läuft auch nicht mehr so, wie es war. Der trägt heute noch Hut. Ich denke daran, mich zu verändern. Vielleicht die letzte Chance für einen Neuanfang. In einer anderen Stadt, mit anderen Menschen. Und das hast du vor? Ich brauche nur ein kleines Zimmer. Vielleicht ein eigenes Bad. Ihr habt doch so viel Platz. Du meinst, du willst zu uns ziehen? Aber nur, wenn Julius einverstanden ist. Ich bespreche das mit ihm. Okay. Versprochen? Versprochen. Uli? Ist dir das Mittagessen nicht bekommen? Ich war gar nicht essen. Man kann es auch übertreiben mit dem Job. Meine Mutter will zu uns ziehen. Ach du liebe Güte. Dann trink mal ein. Was machst du nun? Zuerst Julius erwürgen. Wenn der nämlich wie versprochen zum Bahnhof gekommen wäre, hätte sich meine Mutter garantiert nicht getraut, vom Umzug zu sprechen. Ich hab's doch gewusst, dass ihr euch wieder vertragt. Wer hat denn gesagt, dass wir uns wieder vertragen haben? Na, weil du ihn erwürgen willst. Nicht, ich muss noch zum Chef. Also ich kann nicht auf einem Bein stehen. Auf die Männer. Mm-mm. Auf die Mütter. Mm. Auf uns. Entschuldigung, Paul Stern, wo liegt der? Sind Sie die Mutter? Ja. Zimmer 16. Links den Gang runter. Danke. Bitte. Um Gottes Willen, Paulchen. Was ist denn passiert? Tag, mein Schatz. Tag. Tag. Halb so wild. Als Rennfahrer musst du da durch. Ja, zum Glück nur ein paar Schrammen. Aber er muss trotzdem hierbleiben. Zur Beobachtung, falls es vielleicht doch eine Gehirnerschütterung ist. Mein armes Kind. Besser eine Gehirnerschütterung als ein Beinbruch. Für einen Rennfahrer jedenfalls. Unser sauberer Nachbar ist direkt in den Rhein gefahren. Ja, und das Irre, der Typ hat das gleiche Rennrad wie ich. Ha, genau. Könnt ihr euch das vorstellen? Du, entschuldige, dass ich jetzt erst komme, aber ich war noch bei meinem Chef und die Sekretärin, die hat den Anruf nicht durchgestellt. Ach, Mama, es macht doch nichts. Papa war jedenfalls sofort hier. Was machen wir eigentlich, wenn Charlotte ihre Drohung wahrmacht? Bei Sternchen ist noch Licht. Um die Zeit. Weißt du, Schatz? Ja, Schatz? Ich kann mir das ganz gut vorstellen mit Charlotte. Hast du zu viel getrunken? Nein. Charlotte im Haus, das wäre doch ganz praktisch. Hm. Und wenn mal Not am Mann ist, dann... Du. Es ist immer Not am Mann. Haushaltstechnisch natürlich. Entschuldigung. Wieder. Zimmerservice. So, ich muss los. Wenn ich die Maschine verpasse, kann ich mich einsagen. Kannst du nicht das nächste Flugzeug nehmen? Kann ich nicht. Mit der nächsten Maschine bin ich erst am Nachmittag in Paris und dann ist die Konferenz vorbei. Bis heute Abend. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.
Die Nummer des Labors, Speicherplatz 2. Jetzt wieder zurück. Unsere Nummer, Speicherplatz 1. Ja. Diana, ja, was machen Sie denn? Ach so. Ja, vielen Dank für meinen Kaffee. Diana, Sie sind der Beweis. Sie sind mein Beweis. Julius, hast du meine? Es hat funktioniert. Ulrike, stell dir vor, es hat funktioniert. Das sehe ich. Ich kann dir das erklären. Mein kleines, rotes Handy. Wie kommt sie in unser Schlafzimmer? Ich kann auch nichts dafür. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Nein, ihr versteht nicht. Ich habe gebeamt. Ich habe gebeamt. Das ist unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Raus hier. Ich habe nichts getan, wirklich. Ich habe gesagt, raus hier! Ulrike, ich glaube, das siehst du völlig falsch. Ich bin doch nicht blind! Ulrike, ich habe doch... Ulrike! Wissen Sie, verschwinden Sie! Aber ganz schnell. Wirklich ein Missverständnis. Ich hier nie wieder blicken. Sag, wir sind hier alle verrückt geworden. Sodom und Gomorra. Natürlich hat Mama dir nicht geglaubt. Ist ja auch für einen normalen Menschen nicht zu verstehen. Hm. Was soll ich denn jetzt tun? Ich hab da so eine Idee. Normale Impulsbeschleunigung, Experimentalkonstante, Quantenschub. Nullphase. Soweit, so gut. Das Risiko ist zu groß. Julius, ich bin gern bereit, mit Ulrike zu reden. Das hat keinen Sinn, sie wird dir nicht glauben. Außerdem, es ist ja gar kein Risiko. Diana ist der lebende Beweis. Sie sagt selber, dass sie gesund und munter ist. Stimmt's? Absolut. Außer dem blauen Fleck von ihrer Frau. Papa, jetzt oder nie, die Maschine landet in einer halben Stunde. Halten Sie bitte. Ich kann es nicht zulassen. Du bist mein fähigster Wissenschaftler. Ich bin verantwortlich für dich. Ihr seid meine Zeugen. Der Leiter des Instituts, Dr. Professor Winkelmann, verbietet mir dieses Experiment. Sei doch vernünftig, Julius. Flughafen Paris, Charles de Gaulle. Haben Sie die Nummer herausgefunden, Diana? Nummer der Ankunftshalle schon eingetippt. Ich dachte, da kann nichts schief gehen. Darf ich, Herr Professor? Nein, lieber nicht. Das mache ich lieber selber für alle Fälle. Man weiß nie. Sternchen, drück mir die Daumen. Ist das Paris? Ja, on va. Vous pouvez voir? Très bien. Vous êtes pas là? Au revoir. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich bin irgendwie falsch gelandet. Ich wollte eigentlich in die Ankunftshalle meine Frau abholen.
Wie sind Sie auf das Vorfeld gekommen? Niemand kommt ohne Genehmigung auf das Vorfeld. Das habe ich ja nicht gewusst. Ich habe mich verlaufen und plötzlich war ich auf der Landebahn. Impossible. Unmöglich. Das geht gar nicht. Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Sagen Sie, könnte es sein, dass sich die Telefonnummer von der Ankunftshalle geändert hat? Wie? Ben non, chef, rien de suspect. Absolument rien, c'est un mobile tout à fait normal. Tja, nichts Verdächtiges, ein ganz normales Handy. Das wäre der Nobelpreis gewesen. Und wie der Bracelet. Hören Sie, mein Herr, Sie waren nie im Leben auf dem Vorfeld. Hm? Ah, ich verstehe. Ich war nie im Leben auf dem Vorfeld. Hm. Nie. Impossible. Wo denn hierher? Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Glaubst du mir jetzt, dass ich beamen kann? Sonst wärst du ja nicht hier. Und deine Sekretärin? Das war eine kleine Panne in der Experimentalphase. Ärmste. Apropos Panne, hast du zufällig dein Handy dabei? Ja, klar. Hast du das Institut gespeichert? Hm. Brauchst du? Ja. Ja? Clemens? Ja, ich bin's. Nein, es ist alles in Ordnung. Mir geht es gut. Nur das Handy ist futsch. Ja, die haben gedacht, es ist eine Bombe. Eine? Was machst du jetzt? Ja, was ich jetzt mache? Wir nehmen das nächste Flugzeug nach Hause. In 3 Tagen. In 3 Tagen? Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass es klappt. Ja. In 3 Tagen. Paris. Hey, die Stadt der Liebe. Bonjour, monsieur, c'est pour vous. Bonne journée. Ja? Ja, Paulchen, ich bin's, Mama. Na, wie sieht's aus bei euch? Mama. Wie's aussieht? Naja, also. Du, uns geht's unheimlich gut. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Hier gibt's so viel Schönes zu sehen. Du, Mama hat schon ganz wunde Füße. Notre Dame, Sacré-Cœur, Champs-Élysées. Und ihr? Alles in Ordnung? Ja, ja, klar. Alles bestens. Super. Charlotte ist da und Zacharias. Paul? Du klingst so komisch. Mama, wir kommen nicht rein. Der Schlüssel ist weg. Sternchen sagt, sie kommt zu Hause nicht rein. Chaos, wie immer. Sternchen, pass auf, du rufst jetzt gleich den Schlüsseldienst an, ja? Hör mal zu, Bruderherz, mach dir keine Sorgen, ich regel das schon. Zacharias, hör zu. Zacharias? Ein Kinderspiel. Hallo? Was denn? Mein Bruder, der Kriminelle. Weißt du, was der jetzt macht? Der bricht ein? Ganz genau. Tja, manchmal ist er eben zu was zu gebrauchen. Zu was zu gebrauchen? Ja. Und ich?
Du? Ja. Bin ich auch manchmal für... Entschuldigung.